Hallo, Halli hier und da sind wir wieder bei Tavern Conflict. Ja, Jax hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich weiß was, erstmal gehe ich jetzt mal gucken, wo ist mein Schiff? Kann man das nicht irgendwo nachgucken? Mein Besitz. Genau, ich habe selber kein Buster. Okay. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt als hier Terraner unterwegs bin und nicht als Argonia. Kommandos. Nein. Autopilotfolge, nein. Finden auf Sektorkarte. Westtransorbitaler Beschleunigung in einer Schiffswerft. Diese Schiffswerft dient dem USC als Produkte Schiffsproduktions- und sind Reparatureinrichtung. Der Schiffe. Großteil der Okay, das terranischen heißt, Flotte wenn wird ich da hin eigentlich und in der den muss ich dort auch Zorro-Station verkaufen durch die können, Erde oder? produziert. Eigentlich schon. Trotzdem bliebe das Problem, wo ist Jackson? Jackson? Ich kann auch einfach noch mal einem der Xenon hinterher fliegen. Es sind ja noch zwei da. Begeben Sie sich so schnell wie möglich in diesen Sektor und unterlassen Sie jedwede Angriffe auf die Feinde. Folgen Sie einfach nur dem Nicht-Xenon zu Ihrer Basis und scannen Sie diese, sofern möglich. Jackson, Ende. Zur Basis folgen hat ja letztes Mal auch nicht geklappt. Die haben sich einfach in Luft aufgelöst. Ist das wahrscheinlich das, was wir hier rausfinden müssen? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Ich habe auf alle Fälle bisher noch nicht das Gefühl, das falsche Schiff mitgenommen zu haben. Ich denke weiterhin positiv. Ja, es gibt ja Schlimmeres, als mit einem unbewaffneten, relativ langsamen Schiff durch das Weltraum zu System fliegen und Neuronas Feinde zu Autopilot beobachten. deaktiviert. Ne? Hier ist aber kahl. Hier ist gar nichts los hier. Waren wir hier schon? Ja. Muss das so? Wahrscheinlich. Dann fliegt mal schön ins Zentrum und dann hoffen wir mal, dass irgendwo ein Feind auftaucht. Das ist ja so ein großer Sektor, ne? Oh, da hat etwas Boom gemacht. Gut. Piraten Nova Aufklärer folgen. Kriegen wir hin, haben wir schon mal gemacht. Pirat Hier Nova, folgen Aufklärer, Autopilot aktiviert. 33 Kilometer, da haben wir noch ein bisschen Zeit, bevor wir uns Sorgen machen müssen. Handelsstation. Irgendwelche anderen Sachen. Ich will handeln. Will Geld verdienen. Autopilot deaktiviert. Langsamer werden. Wir kennen das Problem. Wir sollen dem zur Basis folgen und nicht auf uns aufmerksam machen. Ich bin gar nicht da. Ne? Ich bin nicht hier. Im Notfall fliege ich noch ein bisschen rückwärts hier. So, guck mal, ich bin gar nicht da. Guck mal, mit nur 10 Meter Sekunde kann der rückwärts fliegen. Der hat vorne keine Düsen dran. So ein Solarkraftwerk. Was ist das da? Mist. Kann ich mich auswählen? Muss ich mir irgendwann mal angucken. Das sieht interessant aus. Ich habe noch keine Ahnung, was es ist. Es scheint sich zu drehen und zu leuchten. Ja, wir versuchen mal an diesen Piraten dran zu bleiben. Dass der uns die Basis zeigt, das wäre schon nett. Nur was ist so langsam? Na. Angstzustand des Ziels. Nein, 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 nein. Wahrscheinlich deswegen. Vielleicht hat das damit zu tun, also mit der Mission. Wir müssen dranbleiben, ohne dass er sich bemerkt. Wenn er zu viel Angst hat, dann fliegt er halt nicht zur Basis, sondern springt so seltsam weg. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Wir bleiben einfach mal dran. Abstand ungefähr 3 Kilometer, das müsste dann ja passen. Wo wir da schon keine Angst kriegen. Wir sind ja liebe Terranerinnen. Na? Oh, wie schnell bist du denn? Du hast
rein. Irgendwann war ich bin schneller. Ich mache 94 Meter Sekunde. Und schön dahinter bleiben. Total unbewaffnet, wie bekannt. Kann ich jetzt Assisten aktivieren? Weil wir müssen ja ein bisschen Zeit sparen, ne? Fliegst du da gleich durch? Muss ich dir dann auch dadurch folgen? Wahrscheinlich, ne? Ich bin gar nicht da. Ignoriere mich einfach. Na? Fliegst du hinter das Tor? Es scheint so, wa? Er fliegt da noch nicht durch. Das Tor ist doch keine 3 Kilometer oder so. Ah, doch. Kein Ziel. Tor, grüne Schuppe. Da brauche ich so durchfliegen, da kann ich einfach so. Autopilot deaktiviert. Lass mich hier mal durch. Nee. Soll ich ja schon mit Autopilot machen, wenn ich direkt davor bin. Erreiche System, grüne Schuppe. Wo bist du hin? Pirat? Da. Pirat, Nova, aufklär, Autopilot. Wie konntest du denn jetzt so schnell weg sein von mir? Das geht doch gar nicht. Autopilot deaktiviert. Erstmal wieder ran und erstmal wieder husten. Oh, ich werde nachher nicht dran denken, diese ganzen Huster rauszuschneiden. Das kenne ich doch. Ja, erstmal wieder auf 3 Kilometer ran. So circa. Will er da auch noch durch? Ach, Mensch, Kumpel. Ich habe hier nicht ewig Zeit. Ich richte mich schon auf das Tor aus. Oh, da hast du einen Kumpel. Freunde haben die auch noch. Ja, flieg mal da unten lang. Ignoriere mich einfach. Ich bin gar nicht da. Danke. So. Es ist schön, total unbewaffnet hinter Piraten herzufliegen. Ich freue mich. Vor allem, wenn in diesem System schon mindestens 4 andere Gegner rumschwirren, laut Karte. Das motiviert. Warum greifen die ganzen anderen Schiffe diese Piraten nicht an? Also jetzt mal ernsthaft. Das ist auch nicht normal. Kilometer. Noch dürft ihr keine Angst haben. Ist alles gut. Ist alles in Ordnung. Fliegt da mal schnell durch. Oder fliegst du diesmal unten drunter her? Ich sollte langsamer werden. Er beschleunigt jetzt gerade durch das Tor. Ich beschleunige mal mit. Ich kann viel schneller sein. Ich will nicht viel schneller sein, weil sonst hast du gleich wieder Angst und haust ab. Na, so. Kein Tor. PTNI. So, jetzt aber mal hier, danke. Hier durch. Positiv denken. Und vor allem, ich habe den ersten. Erreiche System. PTNI. Ich habe den ersten Piraten ja auf diese Art verschenkt, ne, weil ich das ja nicht begriffen habe. Pirat, Nova, Aufklärer. So, jetzt bist du aber hoffentlich da, wo du auch hin möchtest. Oder fliegst jetzt da unten durch das Tor auch noch? Oder ist das hier schon deine Basis? Nee, mach's wieder. Ich bin schon wieder irgendwo im Angriff. Immer dasselbe hier. Wow, was ist denn hier los? Also, du hast gut... Teladi, Militär, Condor. Hast gut einen weggebrezelt, also... Pirat, Nova, Aufklärer. Ja, wie gesagt, solche großen Schiffe wären was Schönes. Aber hier noch so ein Riese, ne? Ignoriere diesen kleinen Gimpelpiraten, der einfach hier so vorbeifliegt, ne? Ist ja egal. Der könnte ja hier nur die ganzen Frachter und so weiter angreifen. Nö, den lassen wir fliegen. Wir sind ja nur die Polizeieinheiten hier in diesem Sektor. Ist ja egal, ne? Schrecklich. Alle korrupt. Wäre ich auch. So als Weltraumpolizist die Schmuggler ein bisschen unterstützen.
Ne, Handel und so muss florieren. Ja, wenn du gleich wieder langsamer wirst, bist du kurz vorm Tor. Ich kenne das von Reunion, da waren manchmal Piratenbasen. Anno Dazi, irgendwie hinterm Tor noch 50.000 Kilometer weiter, war dann irgendwann mal eine Basis. Ja, die so weit außerhalb des eigentlichen Sektors lag, dass man damit gar nicht gerechnet hätte. Genauso wie sie ja teilweise dann auch andere Schiffe versteckt haben, die man dann sozusagen nur dort gefunden hat, wenn man sich halt die Mühe gemacht hat, die gesamten Sektoren abzufliegen, wie in Dover. Ne, so einfach durch nichts fliegen, man weiß, da hinten gibt es keine Station mehr oder so. Trotzdem fliegt man dahin und hofft das Beste. So, fliegst du da jetzt durch, dann kann ich wieder Gas geben. Wieder langsamer. Kein Ziel. Tor, unbekannter Sektor. Unbekannte Sektoren sind cool. Unbekannte Sektoren sind immer tödlich und da sollte man erst recht nicht ohne Waffen reinfliegen. Erreiche System, unbekannter Sektor. Ich folge da trotzdem, weil ich mutig und lebensmüde bin. Außerdem bin ich jetzt schon fast so weit gekommen, dann sollte man das auch durchziehen. Nicht wieder zu schnell werden. 92, okay. Da ich eben ein bisschen abkürze, glaube ich, ist es nicht schlimm, 1 Meter/Sekunde langsamer, schneller zu fliegen. Bis wir das aufgeholt haben hier. 3 Kilometer. Pff. Ich glaube, ab 2 Kilometer kriegt er Schiss, ne? Irgendwie so war das doch. Ja. Was ist das hier alles? Ich habe Angst. Aber hier sind auch Handelsschiffe unterwegs in diesem unbekannten Sektor und Jäger. Sieht man die lustigen Symbolen hier überall. Aber ich frage mich, was ist das? Die große Piratenflotte, die mich gleich ins Visier nehmen wird. Ich glaube eher, wir fliegen gerade auf die große Piratenbasis zu, ne? Man kann mit Piraten auch mehr oder weniger Freundschaft schließen. Also, dass die einen nicht direkt vom Himmel holen, wenn die einen sehen. Aber es ist auch immer mehr so ein fast eher Glücksspiel, dass sie einen in Ruhe lassen. Ich will da nicht hin. Scanne Piratenbasis. Kein Ziel. Wie denn? Piratenbasis. Obwohl die Piraten ihre Basis als Sie sprechen mit dem Nein, ich will nicht mit den Piraten sprechen. Ich möchte gerne herausfinden, wie nochmal das Scannen war. Moment, Steuerung. Das Spiel arbeitet weiter, ne? Im Hintergrund? Ich glaube ja. Profile, Kontrollen, Cockpit-Kontrollen, bla 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 bla, Geschützturm-Kontrollen, nein. Spiel, es tut mir jetzt leid, da muss ich jetzt durch. Müsst ihr jetzt auch mit durch, so ungefähr. Verlasse Schiff, Waffen, Zielen, Informationen, ich muss schon wieder raus. Das gibt's nicht. Besitztümer, bla bla, meine Mission, normale Kommandos, bla 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 bla. Hallo, ja, ich weiß, ich merke gerade, das Spiel geht weiter. Ist ja gut, ich bin gar nicht da, ich bin schon weg. Ich bin, mich gibt's gar nicht, ist ja alles gut, ist alles in Ordnung. Ich, wollte eigentlich die Piratenbasis scannen, aber ihr seid ja wohl nicht so dafür. Mein Schild lädt sich wieder auf. Okay, während wir wegfliegen, gucke ich nochmal weiter nach der Steuerung. Moment. Ich wusste doch, das Spiel geht weiter. Aber nein, ich mache ja trotzdem einfach erstmal mich hiermit aufhalten. Frachtverbesserungen. Schnäppchenfinder, nein. Cisna ist klar. Sprungantrieb habe ich noch nicht. Unfokussierter Sprung, Sichtverbesserung, bla. Frachtraum, Frachttausch, Wechselschiff, bla 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 bla. Reicht es einfach dran vorbeizufliegen?
Ich hab doch, glaube ich, gar nicht. Die Fähigkeit des USC in weit entfernten Gebieten. Ja, erzähl mir nicht so viel. Ich möchte eigentlich gucken, ob ich einen Scanner hier drin habe. Zeitverzerrung. Zeitverzerrung. Schön, ich habe keinen Scanner. Das ist cool. Folgt ihr mir noch? Nein. Xenon N, Piratenbasis. Ich fliege jetzt einfach mal zur Piratenbasis hin. Obwohl ich weiß, dass ich die wahrscheinlich nicht scannen kann, weil ich keinen Scanner habe. Die wird mich jetzt brutal vom Himmel holen. Kann man die nicht scannen? Obwohl die Piraten ihre Basis... Ja. Ich werde jetzt einfach mal dran vorbeifliegen. Hallo. Und überlege dann mal, mit welcher Taste ich das scannen könnte. Das ist halt im Missionslog drin. Meine Mission. Piratenbasis. Rede mit. Scanne die Basis für genauere Informationen. Schwierigkeit einfach. Aber die ist die gar nicht bewaffnet, die Piratenbasis. Das ist natürlich auch interessant, aber. Ich würde dich gerne scannen. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Ich kann auch mit dir reden. Landeerlaubnis bitten. Darf ich mal landen? Negativ. Ihre Anwesenheit wird okay. Oh, Alter, das gibt's nicht mit meinem Husten. Ich habe keinen Scanner, wa? Brauche ich da jetzt wirklich den Duplex-Scanner für? So, hallo Piratenbands. Ich gehe jetzt noch einmal die Steuerung durch, einfach weil ich es kann. Und hier gerade sowieso nicht so viel passiert. Ne? Wenn ich beschossen werde, muss ich ja schnell abhauen. Oberfläche wird es nicht sein. Ne? Sidebar öffnen, Ansichten, nein. Menüs, bla bla. Kann man das über Shift-Menü? Nein. Ziel, Autopilot-Docker an, will ich nicht. Ach, hallo. Na. Ich bin ja schon weg. Ich hab's begriffen. Ist ja gut. Na. Oh. Ich bin relativ langsam geworden aufgrund der Beschädigung. Ihr Rapier. Blinkt und hat ein lustiges Symbol daneben. Das finde ich ja schön. Piratenbasis. Piraten. Ja, die Piraten haben mich jetzt erwischt, glaube ich. Ich muss wirklich mit dem anderen Schiff hierher kommen. Da muss ich jetzt hin. Nochmal an der Basis vorbei wahrscheinlich, ne? Aber war das nicht hier die Taste? Ja. Ich war nochmal hier, dass ich das steuern kann. Gar nicht, ne? Schade. Ja, ich fliege da jetzt gerne einmal durch. Tschüss, Piraten. Ich komme mit meinem anderen Schiff irgendwann mal wieder. Oder auch nicht. Ich brauche das andere Schiff, Leute. Es tut mir leid. Okay. Ich mache das jetzt anders. Ich stehe jetzt ja hier mit meinem lustigen Rapier jetzt gleich in der Station. Ich werde mit dem mal zurückfliegen zu meinem anderen Schiff und dann das machen, wovon ich vorhin schon gesprochen habe, und zwar das hier, dann den Rapier verkaufen und das andere Schiff aufrüsten. Boah, ist das ein Anfänger, ist doch alles scheiße. Aber okay, ihr werdet euch auch diese ganze Fliegerei dann nicht mit antun müssen. Das mache ich jetzt gleich. Warte einmal, kriege ich das so noch hin? Du warst, dann erstmal ein bisschen nochmal aussehen. Wo ist mein anderes Schiff? Mein Besitz, mein Rapier ist, wo? Da ist mein... Ja, mein Rapier ist klar, wo der ist. Da sitze ich drinne, ich Vollhorst. So, mein Besitz, mein Sabre ist auf der Sektorkarte hier. Und dann möchte ich jetzt gerne... Geht das nicht? Das ist aber doof. Auf Monitor anzeigen. Nein, ich möchte da eigentlich gerne hin. Diese Schiffswerft dient dem... Moment.
Das ging doch. Ich konnte doch über mehrere Sektoren dann springen. Oder bin ich da jetzt gerade zu doof für? Wahrscheinlich, ne? Oder brauche ich da auch erst wieder eine richtige Erweiterung für? Das kann natürlich auch sein. Mein Besitz. In einer Schiffswerft. Ist ja auch schön. So, ich würde gerne... Autopilot folge. Folg ich ihm dann oder folgt er mir dann? Das wäre noch viel interessanter zu wissen. Auf Monitor anzeigen. Linker Monitor. Ich sehe es nicht. Okay, wir finden auf Sektorkarte dahin. Docker an. Ha. Erlaubnis erteilt. So, und das müsst ihr euch jetzt nicht mit angucken. Ich bin sowieso mit der Folge jetzt am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.